Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, dass Tino Chrupalla und Alice Weidel bezüglich Maximilian K. auf einen Medientrick hereingefallen sind. Warum ist das so? Maximilian K. hat wörtlich gesagt, ich werde nie sagen, dass jeder, der eine SS-Uniform trug, automatisch ein Verbrecher war. Kompakt hat eine sehr sehenswerte Zusammenfassung gemacht, in dem sie unter anderem dargestellt haben, wer diesen Sachverhalt schon so festgestellt hat, darunter Konrad Adenauer. Und auf den Nürnberger Prozessen wurde das auch so vorgetragen. Das heißt, was Maximilian K. hier gesagt hat, ist korrekt, entspricht der Wahrheit. Was ist nun der Trick? Jetzt ist die Argumentation die, ja gut, Maximilian K., er sagt das, die Medien verdrehen es, er muss es wissen, dass es die Medien verdrehen. Er muss es wissen, er darf es nicht sagen, weil es strategisch schlecht ist. Und weil er sozusagen zu doof ist, richtig strategisch vorzugehen, also sowas nicht zu sagen, deswegen ist er nicht haltbar. Deswegen soll er nicht mehr auftreten. Das ist sehr wahrscheinlich der Gedankengang, der dahinter steht. Weil die AfD-Leute sagen dann, ja, er kann ja wissen, er darf sowas nicht sagen, er schadet damit der AfD. Jetzt muss man aber wissen, Maximilian K. ist sehr eloquent, das hat man bei Thilo Jung gesehen. Und dieser Satz, der ist auf eine Frage gefallen, einem Nebensatz. Das heißt, das war sehr wahrscheinlich eine gezielte Falle, dass darauf hingearbeitet wurde, dass er das sagt. Jetzt kann man sagen, ja, Tino, Maximilian K., er hätte ja wissen müssen, dass er das zu dem Thema nicht sagt. Es gibt jetzt aber nicht nur dieses Thema, es gibt unterschiedliche Fallstricke, die man immer wieder anwenden kann. Und aus meiner Sicht ist hier ein klarer Kompass notwendig, der ganz einfach und ganz klar ist und der auch immer argumentierbar ist. Was wahr ist wahr, was falsch ist falsch. Und was wahr ist, darf man sagen, was es falsch ist, das darf man nicht sagen. Und das ist auch über die Medien vertretbar. Was passiert jetzt? Wie nach der Entscheidung von Alice Weidel und Tino Chrupalla oder nach der AfD-Führungsspitze? Die Medien werden es natürlich nicht so darstellen, wie es ist, dass die AfD-Spitze Maximilian K. zum Rücktritt gedrungen hat, weil es halt strategisch schlecht ist, weil er hätte wissen müssen, dass er dass sowas nicht sagen soll, sondern sie werden den Eindruck vermitteln, Maximilian K. hat etwas Unzulässiges gesagt. Und der Trick ist jetzt, dass die AfD-Führungsspitze, dass die AfD als Kronzeuge dafür genommen wird. Weil die Medien suggerieren jetzt, ja seht her, die AfD-Spitze zieht Maximilian K. zurück. Also ist vollkommen klar, wenn selbst die AfD-Spitze es einsieht, dass Maximilian K., dass das nicht gut ist, dann ist es offensichtlich, dass es unzulässig ist, dass er was Falsches gesagt hat. Dass er heimlich die Nazis verherrlicht. Das ist genau der Eindruck, der jetzt erweckt wird. Das ist auch das Ziel, das ist der Trick. Jetzt haben sie Alice Weidel und Tino Chrupalla als Kronzeugen. Und das passiert immer, wenn man sich von den Medien treiben lässt. Wenn man sich durch etwas drängen lässt. Weil man denkt, es ist strategisch geschickt. Das war früher mit der Abgrenzung so. Man muss sich von dem und dem abgrenzen. Weil dann berichten die Medien nicht. Also man muss sich nur abgrenzen. Und wenn man sich nicht abgegrenzt hat, dann ist man halt selber schuld. Dann haben die Leute sich früher abgegrenzt. Und dann hat Jörg Meuthen, wahrscheinlich bei vollem Bewusstsein, große Teile der Partei als unmöglich hingestellt. Also diesen Frame als Kronzeuge unterstützt, weil er ist ja in der AfD. Und genauso ist es jetzt auch. Also es ist vom Prinzip her genau das Gleiche. Maximilian K., er hat das gesagt. Natürlich können Sie jetzt hinter den Kulissen können Sie sagen, mach das nicht mehr und wir haben keine Lust, das jetzt vor den Medien gerade zu rücken. Aber der Fehler ist jetzt, ihn abzuschießen. Weil natürlich jetzt, was die Medien jetzt machen ist, sie können das immer wieder bringen. Sie werden jetzt sagen, ja, ihr habt ja hier sozusagen so einen Halbnazi als Spitzenkandidat. Ihr habt hier einen Spitzenkandidat, der heimlich die Waffen-SS gut findet. Der eigentlich die Nazi-Verbrechen gut findet. Das ist die Suggestion. Das ist ein unmöglicher Kandidat, wenn die AfD so jemanden als Spitzenkandidat aufgestellt, der so eine Einstellung hat, dann ist vollkommen klar, dass die AfD unmöglich ist. Und das glauben die Leute auch, weil es wirkt so logisch. Die Medien sagen ja hier, Maximilian K., Waffen-SS, der AfD-Spitze reagiert, erteilt ihm Auftrittsverbot. Und das Gleiche war auch schon bei Peter Bistron. Jetzt die Staatsanwaltschaft ermittelt, es gilt die Unschuldsvermutung. Und eigentlich muss das die AfD-Führungsspitze wissen, dass die Unschuldsvermutung gilt. Aber sie haben auch, also auch als es mit dem Mitarbeiter von Maximilian K. um diesen Mensch vom Verfassungsschutz ging, da haben sie auch Auftrittsverbote bekommen, was auch schon ein Fehler war.
Und die Medien haben das immer genutzt. Aha, schaut her, die AfD-Spitze vergibt Auftrittverbote. Also ist was dran. Also sieht die AfD-Spitze selbst, dass die wahrscheinlich schuldig sind oder glaubt daran, dass sie schuldig sind. Und jetzt bei Peter Büstron, Staatsanwaltschaft ermittelt. Aber was ist das denn? Das ist irgendwie mit dem tschechischen Geheimdienst. Aus meiner Sicht, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass das konstruiert ist, dass die Staatsanwaltschaft einen Vorwand hat zu ermitteln. Die Staatsanwaltschaft ist weisungsgebunden. Und auch hier hat die AfD-Spitze falsch reagiert. Es gilt die Unschuldsvermutung. Und es ist ganz einfach. Man muss das tun, was richtig ist. Das muss man unterstützen. Und das heißt, es gilt die Unschuldsvermutung. Also darf man Peter Büstron nicht zurückziehen. Wenn man ihn zurückzieht, dann werden es die Medien als Schuldeingeständnis framen. Und jetzt mit Maximilian Krah, es wirkt doch unglaublich peinlich. Also Maximilian Krah, dass er sich jetzt zurückzieht, der ganze Vorgang wird für die AfD einfach nur unglaublich peinlich und der Nazi-Frame wird damit gefestigt. Stattdessen hätte man das gegen die Medien wenden können. Man hätte, natürlich sagen sich jetzt Tino Palabi, hat keine Lust, jetzt da immer darauf angesprochen zu werden, aber man kann es sehr gut gegen die Medien wenden. Man kann immer feststellen, Adenauer hat das auch gesagt, bei den Nürnberger Prozessen, also das, was Kompakt sehr gut recherchiert hat, das kann man vortragen und man kann es gegen die Medien wenden. Und auffällig ist, dass die Medien immer sehr gut wegkommen. Bei Kupala und auch bei Weidel bei öffentlichen Auftritten. Sie werden viel zu wenig kritisiert, das wird immer nur die Regierung kritisiert. Und jetzt stellt sich die Frage, warum kritisieren Kupala und Weidel nicht stärker die Medien? Oder was heißt kritisieren? Sie empfindlich treffen, indem ihr Fehlverhalten offengelegt wird, indem man das nüchtern beschreibt, was hier passiert ist oder was die Medien machen. Darauf verzichten Tino Kupala und alles Weidel und viele versuchen darauf zu verzichten. Man denkt sich, ja, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, das ist jetzt vielleicht, ja, man möchte ja sich mit denen irgendwie vertragen. Aber es geht nicht darum, dass man sich mit diesen Journalisten verträgt, die jetzt einen interviewen, sondern entscheidend ist ja der Arbeitgeber. Und der Arbeitgeber hat ein bestimmtes Interesse, US-Geostrategie, Vermögen von irgendwelchen Leuten, US-Waffenindustrie, die haben bestimmte Interessen. Das heißt, der einzelne Journalist, der hat gar nichts zu melden. Wenn er die AfD nicht schlecht macht oder versucht nicht, sie reinzulegen, dann weiß er, dass er sehr wahrscheinlich den Job verliert. Davon ist er auszugehen. Es ist vollkommen offensichtlich, dass die Medien ein Informationskartell bilden. Das muss man jetzt hier nicht wieder neu aufmachen. Da könnt ihr euch viele alte Videos angucken. Aber ihr wisst es selbst, die Medien bilden ein Informationskartell. Also man sieht es alleine in der Ukraine. Und dann ist vollkommen offensichtlich, dass die Demokratie nicht funktioniert, dass die Medien, dass ein Problem ist. Und dass das oberste Ziel sein muss, die Leute von den Medien wegzubekommen. Stattdessen wird immer nur die Regierung kritisiert, die Medien werden geschont. Und man muss die AfD-Mitglieder oder überhaupt die AfD-Sympathisanten, sie sollten viel argwöhnischer sein gegenüber ihrem Spitzenpersonal. Weil natürlich alles Weidel und sie alle wissen, wenn sie keine Medienkritik üben, dann erhoffen sie sich mehr Reichweite. Und das hilft ihren persönlichen Karrieren. Das heißt, jeder AfD-Vertreter, der nicht die Medien kritisiert, der spekuliert sehr wahrscheinlich drauf oder hat im Hinterkopf, dass das seine persönliche Karriere befördert, indem er mehr Reichweite bekommt in den Medien. Weil natürlich ist klar, diejenigen, die die Medien anzählen, indem sie schonungslos das beschreiben, was sie machen, sie können davon ausgehen, dass sie keine Reichweite bekommen von den großen Medien. Und Ziel muss sein, die großen Medien zu bekämpfen, die Leute von den großen Medien wegzubekommen. Und das hat die AfD in den letzten, vor allen Dingen seit Anbeginn der Ukraine-Krise, versäumt. Und alle waren im Hoch. Ja, jetzt, die AfD steigt. Das war Glück gewesen, weil es eine Sondersituation war, dass zu viele Narrative von den großen Medien auf einmal durchgebracht werden sollten. Corona, Ukraine, bei der Flüchtlingskrise plötzlich die Wende. Man hat dann gesehen, okay, jetzt müssen wir das Ukraine-Narrativ pushen, jetzt müssen wir die Leute zufriedenstellen. Das ist zu offensichtlich mit den Problemen. Jetzt müssen wir dann eine Kehrtwende machen. Das heißt, es war eine Sondersituation mit vielen Problemen. Und das hätte man ausnutzen können. Man hätte jetzt schon bei 30%, 40%, 50% sein können, wenn man die Leute von den großen Medien weggebracht hätte. Aber man hat darauf verzichtet. Und warum hat man sehr wahrscheinlich darauf verzichtet? Weil persönliche Karrieren, die Leute ihre persönliche Karriere in den Vordergrund gestellt haben und sich eine erhöhte Reichweite bei den großen Medien erhofft haben, um ihre Karriere zu pushen. Und das ist einfach sehr traurig. Aber es ist natürlich auch menschlich und natürlich das Problem, wenn immer alles Weidel und sie bejubelt werden, ja super, super habt das gemacht, nach jedem Auftritt kritiklos. Ich merke es ja selbst, wenn ich einen kritischen Titel mache, Weidel hat oder keinen euphorischen Titel, es wird nicht geklickt. Aber wenn jetzt hier ein Titel ist, Weidel hat's den anderen vollgegeben, ha ha ha, die dummen Altparteien, ha ha ha, der dumme Moderator
und die tollen AfDler, das wird immer angeklickt. Egal, wie gut dann der Inhalt ist. Und die Leute wollen immer nur billig das sehen und sind haben keine Kritik und super, alles Weidel, egal was sie macht. Also diese Kritik, natürlich soll man loyal mit dem Spitzenpersonal stehen. Wir müssen uns froh sein, dass es gute Leute gibt, die sich reinhauen. Aber man muss natürlich immer diese Leute kritisch beobachten. Und man muss die Schwächen ihnen auch vor Augen halten, dass wir diese Schwächen bemerken. Wenn alles Weidel sieht, okay, ja, jetzt, wenn ich jetzt die Medien nicht kritisiere, dann merken das die Leute, dann finden sie mich nicht mehr so gut, dann wird sie das nächste Mal sich vielleicht eher überlegen, ob sie die Medien mehr kritisiert. Aber wenn die Leute das gar nicht bemerken, sie bejubeln für irgendwelches, ja, auf den Tisch hauen, womit aber eigentlich sie nur ins Leere schlägt, immer nur die Regierung kritisiert und den eigentlichen Gegner, die Leute, die AfD eigentlich bekämpfen, die Regierungsleute sind ja mehr oder weniger Marionetten. Sondern die Medienleute, die Medien, die sind das Machtinstrument. Und die Leute müssen von den großen Medien weggebracht werden. Und wenn AfD-Leute nicht dazu beitragen, dass die Leute von den großen Medien weggehen, keine wichtigen Informationen bringen, ich habe das Gefühl, das merkt überhaupt niemand. Von einem Großteil der YouTube-Zuschauer, die merken das überhaupt nicht und jubeln und klatschen und schreiben nichts Kritisches. Na klar, dann denken sich das Spitzenpersonal denkt sich, ja gut, dann ich kann ja so klammheimlich meine Reichweite erhöhen. Das merkt dann ja keiner, wenn ich jetzt die Medien kritisiere, merkt ja keiner, also dann lasse ich es halt, weil ich möchte ja nach vorne kommen. Und auch jetzt mit Maximilian Krah, also man kann sich nur erhoffen, dass Weidel und Kupala, dass sie kritisiert werden dafür. Weil aus meiner Sicht, das ist eine totale Katastrophe. Es wird die AfD sehr wahrscheinlich dauerhaft unter 20% halten, möglicherweise auch dauerhaft wieder unter 15% bringen. Weil der Frame extrem stark ist. Der AfD-Spitzenkandidat steht extrem lächerlich da. Und steht wie ein Idiot da, steht wie ein Nazi-Sympathisant da. Und die AfD-Spitze, indem sie dieses Auftrittsverbot erteilt haben, machen sie sich zum Kronzeugen für diesen Frame. Und genauso machen sie sich zum Kronzeugen gegen Piotr Bistron, dass er in China Spion ist. Oder dass er von China, dass er korrumpiert ist. Wenn sie ihm Auftrittsverbot erteilen. Oder wenn sie sich nicht voll dahinter stellen. Und Le Pen, sie ist sowieso falsch. Also von diesem Rassemblement National sollte man sich maximal distanzieren und von Meloni natürlich auch. Wenn sie jetzt von der Leyen wieder zur Macht verholfen wollen, das ist dann wahrscheinlich so ähnlich, als wenn Jörg Meuthen bei der AfD die Mehrheit gewonnen hätte, dann wäre die AfD jetzt auch kaputt. Ihr könnt schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.